ungeahnte Welten. Unsichtbar klein und unvorstellbar groß. Jetzt können wir diese Welten sehen. Unsere Augen erleben eine Revolution. Wir stoßen in Dimensionen vor, die parallel zu unserer eigenen Welt existieren. Es ist eine faszinierende Reise ins Innerste des Mikrokosmos und an den äußersten Rand des Universums. Wie Albert Einstein gesagt hat, es ist absolut möglich, dass jenseits der Wahrnehmung unserer Sinne ungeahnte Welten verborgen sind. Wir erfahren unsere Umwelt durch unsere fünf Sinne. Unser dominierendes Sinnesorgan aber ist das Auge. Jahrhundertelang waren es vor allem Künstler, die unsere sichtbare Umwelt aufzeichneten und interpretierten. Der Bau des Wiener Stephansdoms begann vor fast 9 Jahrhunderten. Die Künstler dieser Zeit konnten nur eine sehr begrenzte Welt erfassen. Maßstab aller Dinge war allein der Mensch. Inzwischen jedoch hat die Wissenschaft unseren Horizont erweitert. Von unserem Planeten aus blicken wir in die Weite des Alls. Zugleich tauchen wir hinab in den Mikrokosmos. Schon die allerersten Mikroskope offenbarten den Menschen eine unerwartete Wunderwelt. Elektronenmikroskope ließen den Forschergeist in noch kleinere Welten vorstoßen. Die neuesten Atomkraftmikroskope zeigen uns sogar die bizarre Welt der Moleküle. Sie eröffnen unserem Auge Zugang zu einer Größenordnung, in der herkömmliche Welterfahrung nichts mehr zählt. Wenn wir den Blick nach außen richten, so gewähren uns gigantische Teleskope Einblick in die Weiten jenseits unseres Sonnensystems. Selbst jenseits unserer Galaxie. Eine Aussicht bis an die Grenzen des Universums. Der Lebensraum des Menschen liegt genau in der Mitte zwischen dem unvorstellbar Kleinen und dem unvorstellbar Großen. Auf halbem Weg vom Atom zum Universum. Einst lotete nur die künstlerische Vorstellungskraft die Grenzen unserer Wahrnehmung aus. Heute entwirft die Wissenschaft eine milliardenfach umfassendere Wahrnehmung von der Welt. Wir können unser Leben aus bisher ungeahnten Perspektiven betrachten und die Welt, die wir mit freiem Auge sehen, als das erkennen, was sie ist. Eine von vielen Welten. Der erste Schritt, mit dem wir unsere eigene Welt verlassen, erfordert nur ein simples Instrument. Eine Vergrößerungslinse. Vor 400 Jahren kombinierte man erstmals mehrere Linsen. Das erste Mikroskop war entstanden. Vor dem staunenden Auge erschien plötzlich eine bis dahin ungeahnte Welt. Sonderbare Lebewesen schweben in einem Tropfen vermeintlich kristallklaren Wassers. Ein Bärtierchen etwa, mit Beinchen und Klauen. Ein Bär im Mikroformat.
Die Namen, die die frühen Forscher diesen Entdeckungen gaben, stammten noch aus ihrer vertrauten Welt. Jahrhundertelang blieb diese Größenordnung Endstation unserer Reise in den Mikrokosmos. Erst in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts gelang der nächste Schritt. Alle Augen funktionieren nach demselben Prinzip wie jene ersten Mikroskope. Sie brechen Lichtstrahlen. Manche Vögel haben schärfere Augen als Menschen. Und Mikroskope übertreffen beide. Für die Vergrößerung mittels Lichtbrechung gibt es jedoch eine absolute Obergrenze. Um noch tiefer in den Mikrokosmos einzudringen, braucht man eine visuelle Technik, wie sie die Natur nie entwickelt hat. Anfang des 20. Jahrhunderts war endlich ein solches Instrument erfunden. Ein Mikroskop, das statt Lichtstrahlen Elektronenstrahlen fokussiert und Bilder millionenfach vergrößert. Ein Elektronenmikroskop zeigt erstaunliche Details ganz alltäglicher Dinge. Auch wenn wir uns dieser winzigen Welten nicht bewusst sind, hängen sie doch mit unserer Welt zusammen. Ein alltägliches Ereignis in unserer Welt kann in einer kleineren Spektakuläres bewirken. Wenn es regnet, werden wir nass. Das mag ein wenig unangenehm sein, ist aber nicht weiter aufregend. Auf einer Bronzestatue aber lässt die Witterung in Kombination mit Abgasen im Lauf der Jahre die bekannte grüne Patina entstehen. Dieser dünne, grüne, scheinbar glatte Film ist in Wirklichkeit eine eindrucksvolle Landschaft. Sie besteht aus Kristallen von weniger als einem Hundertstel Millimeter Durchmesser. Im extremen Zeitraffer können wir zusehen, wie zarte Kristallblumengärten entstehen. Ein Jahrzehnt verdichtet auf wenige Sekunden. Die Kristallgärten selbst sind unbelebte Materie. Aber es gibt hier auch eine belebte Welt. In der nächstkleineren Dimension wirkt ein Moospolster.